Wir haben vorhin gesehen, wie wir eine Aminogruppe an den aromatischen Ring dranbekommen. Dazu muss der Aromat nitriert werden und anschließend reduziert. Diese Aminogruppe kann jetzt noch weiter verwendet werden. Sie kann als Ausgangsmaterial zur Darstellung von Diazoniumverbindungen dienen. Dazu muss die aromatische Verbindung mit der NH2-Gruppe formal gesehen mit salpetriger Säure, also HNO2, reagieren. Dabei entsteht das sogenannte Diazoniumsalz. Darin sind zwei Stickstoffe hintereinander gebunden, zwischen ihnen liegt eine Dreifachbindung vor. Der Stickstoff, der jetzt direkt am Ring gebunden ist, ist vierbindig, muss deshalb also eine positive Formalladung bekommen. Der andere Stickstoff hat ein freies Elektronenpaar. Ich habe ja gerade eben gesagt, formal gesehen müsste die Reaktion mit salpetriger Säure erfolgen. Diese ist jedoch unbeständig, das heißt, wir haben die nicht irgendwo bei uns im Säureschrank stehen. Wir können die also nicht einfach in einen Kolben füllen. Stattdessen muss man die salpetrige Säure in situ, also während der Reaktion, selbst erzeugen. Dazu verwendet man als Ausgangsstoffe Natriumnitrit und setzt das mit einer Säure um, in dem Beispiel mit HCl. Jetzt sehen wir ja, wir haben hier eine positive Ladung. Wir haben hier also ein Kation. Da muss es natürlich auch ein passendes Anion dazu geben. Das ist ein Chloridion, das von der Salzsäure kommt. Des Weiteren haben wir noch Natrium, wir haben Sauerstoffe und die gehen zusammen als Natriumchlorid und Wasser auf die Produktseite. Die Reaktionsgleichung muss noch ausgeglichen werden. Überlegen Sie sich doch mal, was da noch gemacht werden muss. Wir haben auf der Produktseite zweimal Cl, das heißt, wir müssen zweimal HCl einsetzen. Und wir haben im Natriumnitrit zwei Sauerstoffe, da müssen wir auch zweimal Wasser rausbekommen. So, jetzt haben wir auf der Produktseite zweimal zwei Wasserstoffe. Auf der Eduktseite haben wir zwei Wasserstoffe aus dem HCl. Und zwei Wasserstoffe aus der Aminogruppe sind auch vier, das heißt, das geht hier jetzt auf. Wie schon kurz angesprochen, bezeichnet man diese Verbindung als Diazoniumsalz. Den gesamten Vorgang, also die Überführung der Aminogruppe in das Diazoniumsalz, bezeichnet man als Diazotierung. Diese Reaktion muss unterhalb von 5 Grad Celsius durchgeführt werden, weil ansonsten ist das Diazoniumsalz instabil. Schauen wir uns doch mal kurz an, was dabei passiert. Die Diazo-Gruppe habe ich jetzt mit N2 plus abgekürzt. Die Reaktion der Diazotierung findet ja in wässriger Lösung statt. Steigt die Temperatur auf mehr als 5 Grad Celsius, dann wird Stickstoff abgespalten, das heißt, der blubbert da aus der Reaktionslösung heraus. Vorhin, als ich die Diazo-Gruppe angezeichnet habe, haben Sie ja gesehen, da ist ja quasi schon ein Stickstoffmolekül mit der Dreifachbindung vorgefertigt. Das wird da jetzt an der Stelle abgespalten. Des Weiteren wird ein H+ abgespalten, das kommt aus dem Wasser. Was dann noch übrig bleibt, sieht folgendermaßen aus. Das ist diese Verbindung hier mit Namen Phenol.
Und dementsprechend nennt man diesen Vorgang die Zersetzung der Diazoniumsalzverbindung auch als Phenolverkochung.